Ja, herzlich willkommen wieder bei Coincheck. Heute ein paar Neuigkeiten. Wie ihr gerade seht, hier auf CoinMarketCap Bitcoin um 20% gesunken. Dies liegt vor allem daran, weil in China, wie es jetzt aussieht, die ganzen chinesischen Exchanges geschlossen werden. Also zuerst war es so, dass vor, glaube ich, 2 Wochen war es ungefähr, erstmal die ICOs gebannt wurden, beziehungsweise verboten wurden. Ein paar Tage später wurde gesagt, dass es nur eine Unterbrechung ist, um die Leute zu schützen, die da investieren, damit die nicht auf Betrugsfälle da reinfallen. Und letzten Freitag wurde dann in einem Bericht über Gerüchte berichtet, dass die Exchanges geschlossen werden sollen. Und gestern hat die einer der größten, der zweitgrößte chinesische Exchange angekündigt, dass ab dem 30.09. das Trading eingestellt wird. Hier ist der Tweet dafür. Ab dem 30.09., also bis zum 30.09. wird noch zu Ende getradet und ja, und danach wird es geschlossen. Wenn man mal hier auf Bitcoin jetzt mal geht, da kann man natürlich sehen bei den Markets, dass hier vor allem die Chinesen, da macht's die Chinesen traden gerade ungefähr 400 Dollar billiger Bitcoin, da ist gerade ein Ausverkauf zu sehen. Ja, was sagt uns das jetzt? Wir haben es in der Historie schon öfter mal gesehen, dass vor allem aus China Nachrichten gekommen sind, die ja, darüber berichtet haben, dass Bitcoin verboten wird. Ich habe mal hier so einen Tweet gesehen. Moment, hier. 2013 war es einmal der Fall, da hat die chinesische Bank die Deposits, also die Auszahlung zu Exchanges verboten. Da haben wir einen Preisverlust von 88% gesehen. Dann im Januar dieses Jahr, wieder so eine Nachricht, 45% Verlust und jetzt nochmal hier im September, BTC China hört auf und wie es ausschaut, also ich würde mal sagen, es gibt immer noch nichts Offizielles von der chinesischen Regierung, aber wenn die schon ankündigen, dass die aufhören mit dem Trading zum 30.09., dann kann man schon davon ausgehen, dass was Wahres dran ist, die würden jetzt nicht nur um den Preis vom Bitcoin zu dumpen, das Trading komplett einstellen. Denen geht so viel Geld jetzt flöten, wenn die jetzt das Trading einstellen. Ja, was sagt uns das jetzt? In China ist es, also wenn man so die Historie in China mal anschaut, da wird es sehr oft angekündigt, dass etwas komplett illegal ist, aber dann stellt sich später heraus, die wollen ein paar Regularien machen, dann wird es wieder eingeführt. Also ich denke, das wird irgendwann wieder fortgesetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass alles jetzt hier aufhört. Ja, für die Chinesen heißt es jetzt natürlich, es ist sehr schwer, Bitcoin zu erwerben. Also man kann Bitcoin ja nicht verbieten. Es ist dezentral. Das kann man ja nicht stoppen. Das einzige Problem jetzt für die Chinesen ist es, Fiat-Geld, also ihre chinesische Yen, in Exchanges zu bringen, weil dies in China streng kontrolliert wird dann. Und daher ist jetzt so diese Unsicherheit auf dem Markt und wir sehen jetzt diese starken Verluste. Und das ist ja nicht nur bei Bitcoin, wenn wir jetzt mal hier mal wieder zurückgehen, dann sehen wir, dass es alle betrifft. Ethereum um 21% wieder auf 208 Dollar. Ripple auf minus 15%. Also zwischen 20 und 30% Verlust in den letzten 24 Stunden, das ist natürlich sehr, sehr stark, vor allem bei diesen großen Kryptowährungen. Wenn man auf kleine guckt, dann kann das mal öfter vorkommen, aber bei denen ist es eher seltener der Fall. Das ist also auch für die erheblich. Mein letztes Video habe ich ja diesen aufsteigenden Kanal hier erläutert. Hier wurde er halt durchbrochen. Das war dieser Zeitraum, als die ICOs gebannt wurden. Und hier ungefähr kamen dann halt die ersten Gerüchte, dass die Exchanges gebannt werden.
Also hier ist ganz wichtig, diese 2.900-Dollar-Marke, da ist eine starke Unterstützung. Wenn die gebrochen wird, dann sieht es richtig schlecht aus. Muss man mal schauen, wie weit das hier noch runterkommt. Weil die nächsten Exchanges haben schon getwittert, also nicht die Exchanges, aber es kommen jetzt die Gerüchte auf, dass immer mehr chinesische Exchanges schließen werden. Ja, das ist ein bisschen Panikmacherei jetzt natürlich. China ist ein großer Teilnehmer am Kryptomarkt, aber wenn man betrachtet, dass jetzt zum Beispiel Südkorea und Japan und Russland, die unterstützen das ja immer noch. Und wenn man mal jetzt hier wieder, wenn man gerade mal geguckt hat, wird es auch natürlich zum Beispiel in den USA jetzt finden Ausverkauf statt. Das ist natürlich wegen der Unsicherheit, aber ist ein bisschen unnötig, meiner Meinung nach. Weil China macht so einen kleinen, ist schon ein erheblicher Teilnehmer am Markt, aber es ist jetzt nicht das Ende der Kryptowährung. Ich sehe es eher als eine Chance hier, nochmal billig einsteigen zu können, weil ich glaube nicht, dass China das hier komplett verbieten wird. Irgendwann, vielleicht ein Monat, vielleicht 2 Monate, dann wird es wieder unter staatlichen Regularien dann halt fortgesetzt. Das ist meine Meinung. Also langfristig sehe ich immer noch gute Aussichten für die Kryptowelt. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man einsteigen will. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt, ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt 100 Euro habe und 100 Euro einsteigen will, würde ich vielleicht nicht jetzt 100 Euro alles auf einmal investieren, sondern vielleicht einen Teil und dann abwarten und schauen, wie es sich weiterentwickelt. Weil in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall weiter so turbulent zugehen, bis es dann halt wirklich mal bis ein offizielles Statement von aus China kommt, von der Regierung, was denn jetzt die Sache ist. Weil es basiert im Endeffekt alles auf Gerüchten. Aber wenn jetzt eine große Exchange sein Trading stoppen will, dann muss auf jeden Fall was Wahres dran sein. Also keine Angst haben. Das ist meine Meinung. Keine Angst haben. Ich glaube, Bitcoin wird sich irgendwann wieder erholen. Kann ein bisschen dauern, kann noch ein bisschen fallen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass China den Markt verlässt, weil wenn man uns das jetzt nochmal anschaut, die haben so mit ihren Gerüchten und Nachrichten haben die so eine Macht an Markt, dass die, ja, dass sie so den Markt beeinflussen. Vielleicht ist es gesünder für die Kryptowelt, wenn China nicht dabei ist. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls es was Neues gibt. Bis zum nächsten Mal.